Hallo, liebe Freunde des Kanals und solche, die es werden wollen. Ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Und zwar überlege ich mir ja schon lange, wie man den Gasgriff mechanisch blockieren kann beim Catalyst KF9. Ersten Versuch habe ich vorige Woche zusammen mit einem Kunden, dem ich seinen Rückläufer noch mal fertig gemacht habe. Der hat mich letztes Wochenende besucht und dann haben wir an seinem Rad rumgebastelt und der Versuch ist misslungen. Jetzt habe ich heute den zweiten Versuch mit Manni gestartet und wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt gleich in diesem Video und anschließend gibt es noch mein neues Projekt, das ja schon lange in der Pipeline ist und jetzt endlich wahr werden kann. Und zwar sieht man hier ja einen Unterschied. Wenn ich jetzt mal die andere Seite zeige, da ist ja diese Schraube drin und hier habe ich jetzt, konnten das vorhin nicht filmen, weil das da im Eifer des Gefechts irgendwie nicht so richtig möglich war. Also ich habe einen Lenker-Endstopfen gekauft aus Alu und mit Gummistopfen und auch mit einer Alu-Schraube innen, also Mutter. Diesen Lenker, ich habe also diese Schraube hier, die hier normal drin sitzt, rausgeschraubt, den Griff aufgeschnitten. In diese Metallhülse hier hat Manni mit seinem genialen Zahntechniker-Klebstoff den Lenker-Endstopfen reingeklebt und dann haben wir das Metallstück hier draufgeklebt wieder, weil ohne Kleben geht es nicht. Ich dachte erst, es geht auch mit Klemmen, aber ohne Kleben geht es nicht. Und jetzt kann man, das zeige ich jetzt gleich, also jetzt lässt sich der Gasgriff drehen. Jetzt nehme ich hier eine kleine Ratsche. Oh, umstellen. Und drehe jetzt diesen Stopfen hier fest. Das ist jetzt ziemlich anbolzen. Das ist jetzt auch noch nicht die Endversion, aber zumindest, dass ihr schon mal das System versteht. Ich ziehe das jetzt mal in Ruhe fest und jetzt ist der Gasgriff so fest, dass niemand auf die Idee kommt, dass da ein Gasgriff dran ist. Das Problem ist noch, wenn man jetzt natürlich die Zündung anhat und hier auch nur noch ein bisschen dreht, dann reagiert es trotzdem noch. Sinn macht das Ganze also, wenn man über das Display den Gasgriff abstellt und damit bei Kontrollen überhaupt gar nicht erst keine Leute oder keine Kontrolleure auf blöde Ideen kommen, dann diese Schraube festzieht und dann ist da kein Gasgriff. Weil ich habe auch neulich gehört, dass jemand Probleme gekriegt hat, wenn auch nicht so richtig, also nicht richtig teuer, aber zumindest Probleme, weil da nur ein Gasgriff dran war. Inwieweit das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das Problem erstmal so gelöst. Wir überlegen jetzt noch, das noch anders zu machen. Einfach, das erzähle ich dann im nächsten Video, weil das jetzt zu erklären, ich erzähle es dann, wenn es fertig ist, wie wir es gemacht haben. Das ist noch einfacher und noch einfach sogar noch besser, weil der Gasgriff dann richtig fest ist. Gut, ja, das war schon mal der erste Teil. Ich weiß nicht, ob ich euch schon von dem Projekt erzählt habe. Und zwar habe ich bei Frau Zu einen Bausatz vom KF neu bestellt. Ganz nackt, Einzelteile komplett, alles. Das Fahrrad, wie gesagt, unlackiert. Da ist nichts zusammengebaut. Und der Karton ist gestern gekommen. Wie gesagt, angeleiert haben wir das schon am letzten Herbst. Und dann die ganze Zeit überlegt, was wir gemacht haben. Da ist eine andere Schaltung drin oder kommt da rein. Und alles Mögliche, anders als am normalen KF9. Und jetzt werden wir gleich mal zum Washhaus fahren, oder besser gesagt, ich werde zum Washhaus fahren und euch mit euch zusammen mal den Karton auspacken.
Es fällt mir jetzt gerade noch ein, was leider ausgefallen ist, ist die Reichweitenfahrt mit dem 35 Amperestunden KF9, weil der Manuel, ich sag mal nur den Vornamen, der wollte das halt kaufen und gerne möglichst fix haben. Er hätte vielleicht auch ein bisschen gewartet, aber ich hatte auch dann nicht so Zeit, das in dem Zeitrahmen dann wirklich zu testen, weil man hat ja schon Reichweite, der Akku. Und deswegen habe ich das dann verpackt. Und jetzt hat der Manuel das schöne 35 Amperestunden KF9. Ich grüße dich hier mit Manuel. Gut, das erstmal dazu. Aber ich werde bestimmt noch wieder eins reinkriegen und dann werde ich diesen Test nachholen. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann gleich. So, liebe Leute, nachdem gestern ich fast von einem Gewitter überrascht worden bin, konnte ich gestern nicht mehr auspacken. Das machen wir dann jetzt. Tja, hier sehen wir erstmal einen Karton, einen großen. Aus China. Und den mache ich jetzt mal auf. Upp. Ja, man sieht jede Menge Kisten und Zeug. Da sieht man schon mal einen Gepäckträger. Chinesische Zeitung. Ich schaue mal weiter. Tja, Kabelbaum. Tretlager, Licht, Bremsen, Neungangschaltung, Pedale. Hier habe ich noch die Tretkurbel, also das Kettenblatt, die Griffe mit Blinker. Ja, jede Menge Zeug. Hier ist der Zahnkranz, den packe ich jetzt noch nicht mal aus. Und die Lampe. Auch die vom KS9. Guck mal, was in den Kistchen hier drin ist. Ein Kistchen, da sind zwei Displays drin. Warum zwei? Weil das ein Dual-Motor-Rad wird. Also ein Front 1000 Watt Motor und ein Heck 1000 Watt Motor. Tja, das wird ein großer Spaß. Es wird dazu noch ein Vorderrad ohne Motor auch noch geben, dass ich dann bei Bedarf reinmachen kann, wenn ich irgendwo hinfahre, wo man damit nicht fahren kann. Tja, hier sind die beiden Räder mit roten Felgen, wie am KS9. Das ist einmal der Heckmotor hier und das ist der Frontmotor. Tja, weiter im Text. Tja, das war es, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, die Lieferung ist noch nicht ganz vollständig, aber das wird dann schon. Ja, der Rahmen ist unlackiert und wird dann lackiert. Welche Farbe, das erfahrt ihr dann in einem der nächsten Videos. Wobei das noch ein bisschen dauern kann, weil nächste Woche fahre ich ja nach Luckenau. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Es wird dann ja das KF9 52 Watt zu ersteigern geben. Dank der freundlichen Spende von Frau Zu, von der Firma ZXW. Ja, Dienstag geht's los, ich freue mich schon richtig. Wir fahren mit dem Auto, Manni nimmt mich mit. Der will da in der Nähe dann fischen gehen, nimmt sein Boot mit und wir transportieren dann alles nach Luckenau und da setzt mich dann da ab. Jo, das wäre es dann jetzt erstmal gewesen an Neuigkeiten. Video wird erscheinen, wenn ich in da bin ich wahrscheinlich schon in Luckenau. Jetzt am Samstag wollte man natürlich noch, wie gesagt, die zweite Option da mit dem Sperren des Gasgriffs ausprobieren, testen und dann schauen wir mal, was dann besser ist und was richtig gut geht und so weiter. So wird das dann gemacht. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, hoffe es hat euch allen gefallen und
Jetzt habe ich mich schon wieder versprochen, verhaspelt. Naja, ja. Boah, ich schwitze. Es ist jetzt bedeckt. Gestern war es ja hochgradig heiß. Heute ist es nicht mehr ganz so heiß. Aber schwül ist es immer noch ein bisschen. Vor allem, sobald man sich bewegt. Tja. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und ihr bleibt mir treu. Das Waschhaus meldet